Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Eine Blitzberatung. Eine Blitzberatung ist dafür gedacht, dass ihr Blitz schnell eure Legung bekommt. Selbstverständlich anonym. Mein Honorar beträgt 10 Euro. Liebe Reala, ich grüße dich, dein Herzenswunsch mit deinem Ex-Mann zu versöhnen. Wie ist die Verbindung zwischen euch beide? Diese Karten symbolisieren deine Gegenwart, deinen Gedanken, all das, was noch im Verborgenen liegt. Und hier gegenüber sind seine Karten. Dein Gegenwart beschreibt diese beiden Bilder. Bei beiden erscheinen die Kelchen. Und die Kelchen symbolisieren die Gefühle. Die erste Bild entspricht dein Wunsch, mit ihm zum Versöhnen. Die Zahl 2, du und er, die Zweisamkeit, manchmal bedeutet aber auch zwei Fell. Und die nächste Karte zeigt die Einflüsse von außen. Wenn das hier die Zahl 4 wäre, dann würde ich sagen, das hat Hand und Fuß, das ist stabil, das hat eine Struktur. Aber kommt noch eine Zahl dazu und stört diese Struktur. Und das ist eine andere Person, das ist seine neue. Und das führt dazu, dass du im Tränen bist. Dann kommen auch noch die Erinnerungen. Und das symbolisiert diese drei Kelchen, die sind gebrochen und hier fließen die Tränen. In Gegenwart sollst du aber nach innen schauen und fragen, was du möchtest oder brauchst Herzheilung. So wie hier dieses Bild es auch zeigt. Und dann, wenn hier diese Heilung da ist, dann kommt die Zukunft. Und die Zukunft erscheint hier, diesen beiden Kelchen, sind identisch mit diesen beiden. Ich würde aber jetzt nicht auf ihn beziehen, sondern lass das offen. Kann nämlich passieren, dass du dich neu verliebst. Sein Gegenwart zeigt diese beiden Bilder. Diese Mäßigkeit bedeutet, er versucht, die inneren Gleichgewicht halten. Soll ich nicht, nicht zu viel, nicht zu wenig. Er weiß nicht, wie er mit dir umgehen soll. Soll die Freundschaft pflegen, offener sein, mit euch was unternehmen oder eher zurückhaltend sein. Er kann das momentan nicht einschätzen oder versucht, das in Harmonie zu bringen. Er vertraut sein Schicksal. Und das ist ein Hinweis, dass er versucht, die Verantwortung oder die Entscheidungen an Schicksal oder an Gott übergeht. Das Schicksal wird das schon regeln. Worüber sollst du Gedanken machen? Das zeigt hier diese beiden Karten. Die gebrochenen Herz ist mit Tränen verbunden. Das hat mit deiner Gegenwart zu tun, das hat aber auch mit deiner Vergangenheit was zu tun. Und hier brauchst du Heilung. Die Heilung bedeutet, achte auf dein Herz. Ich betrachte das Herz etwas ganz Wertvolles. Wie eine Schatztruhe. Und wenn du diese Schatztruhe öffnest, dann ist alles drin, was du liebst. Deine Berufung, dein Hobby, die Familie und Kinder oder die Natur oder Kunst, Kreativität oder Reisen oder kann auch bedeuten Sport, Bewegung, natürlich auch die Liebe. Öffne dein Herz und tu etwas Gutes für dich, weil das ist Balsam
auf deine Seele und stärkt dein Herz. Und dann kommt auch die Heilung. Und das gibt dir die Stärke, gibt dir auch die Kraft. Worüber macht er Gedanken? Das zeigt diesen beiden Bilder. Dieser Herrscher kann bedeuten, dass er versucht, sein Leben zu beherrschen, die Situation beherrschen, seinen Gedanken beherrschen, seinen Gefühlen beherrschen. Aber möglich ist auch, und mein Gefühl sagt, dass das so ist, jemand anderer herrscht über ihn und bestimmt das, was er tun soll, was er sagen soll. Und das ist gar nicht einfach, hier klärenden Gesprächen zu führen, weil er hat Angst. Und diese Schwerter symbolisieren, wie wichtig das wäre, von Ängsten zu befreien. So wie Erzengel Michael befreit mit seinem Lichtschwert von unserem Ängste. Also das ist erstmal wichtig, davon zu befreien, von diesem Gefühl Angst. Und dann als nächstes klärenden Gesprächen führen oder etwas klären. Was liegt bei dir im Verborgenen? Das zeigt hier diese beiden Karten. In beiden erscheinen die Kelchen und die Kelchen symbolisieren deine Gefühle. Dieses Bild zeigt deine Kindheit, zeigt die Vergangenheit, die Erinnerungen. Und hier bei diesem Bild zeigt sich diese Zahl 9 und diese Zahl 9 bedeutet, auf unseren Grenzen zum Stoßen. Natürlich ist es auch möglich, dass jemand anderes versucht, Grenzen zu setzen. Die Zahl 9 zeigt Grenzen. Bis dahin bin ich gekommen und jetzt habe ich das Gefühl, es geht nichts weiter. Dieses Gefühl bekommt man, wenn man diese Karte anschaut. Und dann brauchst du die Kraft, die innere Kraft, die Überzeugungskraft und sagen, doch, ich schaffe das. Ich mache das einfach weiter, ich gebe das nicht auf. So wie im Bild zeigt sich auch, dieser Mann bekommt hier ein Angebot, aber er schaut zwar in die Richtung, wahrscheinlich mit großer Begeisterung, aber er hält an etwas fest und das macht unbeweglich. Was liegt bei ihm im Verborgenen, das zeigt diese beiden Karten. Ich beginne hier mit dieser Karte zum Deuten. Wieder die Zahl 5. Und das bedeutet, wenn das die Zahl 4 wäre, dann würde ihm vermitteln die innere Stärke, die Sicherheit, Stabilität und Struktur. Aber kommt eine Zahl dazu und das sind Einflüsse. Jemand hat einen Einfluss auf ihn, auf sein Leben und er spielt diese Marionette. Und es soll endlich aufhören, weil das tut ihm nicht gut. Genauso wie hier jemand versucht, über ihn zu bestimmen. Und das spürt er auch. Und er wird das aber beenden, weil dieser Magier zeigt, er hat das doch im Griff. Das ist möglich, dass er noch Zeit braucht oder er muss seine Ängste überwinden und wenn er Mut hat, das zu klären, dann wird auch diese Stärke zeigen und das führt dazu, dass er verabschiedet von dieser Dame. Und dann habt ihr die Möglichkeit, euch zu versöhnen. Ich stelle jetzt konkret die Frage. Liebt er dich? Will er wieder zurück? Ja, nein oder vielleicht? Wenn die Pendel nach rechts ausschlägt, bedeutet ja, er möchte zurück, weil er dich liebt. Wenn die Pendel nach links ausschlägt, bedeutet nein, es ist abgeschlossen, er kommt nicht. Wenn die Pendel stehen bleibt, bedeutet vielleicht.
Oder wir sollen diese Frage noch nicht stellen. Möchte er zurück, weil er dich liebt? Ja, nein oder vielleicht? Die Pendel bleibt stehen und das heißt, du sollst es offen lassen, ob wirklich er ist dein Herzensmann. Und mein Gefühl sagt, dass du jemand kennenlernst und gehst in eine andere Beziehung ein und dass er von dieser Dame verabschiedet. Liebe Ereala, so könnte ich deine Frage beantworten. Ich bedanke mich für deine Treue, ich bedanke mich für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.